Hallo, Huhu aus dem Lörk. Zurück in den Lörk. Grüßt euch. Hallo Vince, hallo Lütke. Zack, so. Spiel an. Wo ist es denn? Spielaufnahme. Darkest Dungeon ist noch drin, natürlich. Wie sollte es anders sein? So. Controller unterm Tisch, damit es nicht so rumpelt, wenn ich auf die Buttons mische. Ganz wichtig. Viel Freude unter der Dusche. Auf geht's. Wo waren wir letzte Woche? Auf dem Schiff, ne? Auf dem Schiff. Und jetzt wollen wir, glaube ich, gerade den Pinguin zur Rede stellen. Gain access to Penguins Office. Genau, da sind wir ja gerade dabei. Ey, Leon, grüß dich, na? Hallo. Hallo Benny, grüß dich. Wie der Snake sagen würde, nackig duschen. Getroffen, der Mix Arsch. Ich wollte ohne Schaden. Nun ja. Oh, was haben wir hier? Schon wieder ein USB-Stick? Nee. Nicht USB hier. Micro-SD-Karte. Ich weiß nicht, was du meinst, Benny. Dreckiges Arschgesicht, Schwein. Sag mal. Meine Finger, mein ganzer Arm tut schon weh. Hau ihn zu Brei. Der Tisch ist im Weg, wir können nichts sehen. Aua. Hallo Muschel, grüß dich.
Vielen lieben Dank für deinen Sub übrigens gestern, Muschel. Heimlich hat sie versucht zu subben, aber das ging nicht. Ich hab's mitgekriegt. Muschel ist bestimmt noch auf Arbeit und lurkt. Kein Wunder, dass du immer so später Feierabend machst, wenn du hier chattest. So, wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um. Ich habe gesehen, da war ein Vent, na wie sagt man, Lüftungsschacht? Even with this pass, I can't open this door. I need to find a way into that security room to access the theater. Ja, ist kein Problem, guck, Batman. Open. Open. Zack. Bumm. Like that, huh? Yeah, like that. Ain't like she's making enough she can tell me what to do. Yeah, you're right. You can't let him get the upper hand. That's what my dad always said. Of course, Mom would slap him right after. Let's kill this son of a bitch! Where is he? See? I told you. Nothing to worry about. The last guy's probably scared him off. Yeah. I'm feeling better. Where the hell's my pass, goddammit? End of the line! Boom! So. Dreckigen Schweine. Deep in it. Candy! She's earned herself a dry slap, she has. That better be lip gloss you're reaching for. Cobblepot ain't gonna be happy when he hears about this! Tracy, die wollte mir eins mit der Baseballkeule geben. Ich glaub's ja wohl nicht. Ah, ich glaub's ja wohl nicht. Wann haben wir die ganzen Charakterbildchen? You can't do this! I'm claustrophobic, I am! Ja, ist nicht mein Problem. Selber schuld. Come on, let me out! This ain't funny! Make a deal. Na dann schauen wir mal, was ist hinter der nächsten Tür. Okay. Der schmeißt mich durch die Gegend, der Drecksack. Ich bin auf dem Tisch. Darf ich auf dem Tisch sein überhaupt? Glaub nicht. Ist das erlaubt? Nein, ich wollte weg. Come on,
Der schießt mir die ganze Zeit in die Seite, ne? So. Wie hier unten drunter Wasser ist. Wo kamen die jetzt hier aus dem Theater? Ja, ich glaube, ne? Versuchen wir mal die Tür aufzumachen. Mhm. Und da ist eine Wand, die wir kaputt hauen können. Hier ist irgendwie ein Knopf. The final offer. Ain't she a beauty? And you think I bought her for a song of a band of Somali pirates? Ach stimmt, das Schiff heißt ja The Final Offer. You can believe it. Now she weren't always called The Final Offer. That was my work of genius. In a previous life, she was the hybrid cargo cruise liner Olivia B. Meredith. A proud old ship indeed. They don't build them like this anymore. Tough as nails, and with all the amenities a man could want. Those pirates don't know what they let slip through their fingers. So, dann springen wir mal hier hinten die Wand weg. Das Holz, das könnte ich doch eigentlich so mit meiner Hand durchschlagen. Da brauche ich doch kein Sprengpulver. Also, Sprenggel. Es ist ja hier so ein Schaum. Explosivschaum. Ach, da müssen wir gar nicht hin. Wir müssen hier eventuell... da. Die haben wir alle schon, oder? Requesting 1059 at 81 Rupert. Possible code 6. 55 check. 55 check. But first, a little background for those of you who haven't been paying... Are your party crackers bland? Do your breakfast... Ist alles schon resolved. Oder encodiert. Ey, Buff, grüß dich. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. You don't get it. The Falcone's done. Finished. A dying empire. Es geht? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Es geht, hier sind irgendwie 24 Grad. Ich glaube, ihr habt mehr. Mehr Temperatur als wir. Wie er hier hängt und... Hallo Frau Ling, grüß dich. Nee, wie gesagt, das geht. Ich habe kurze Hose an und T-Shirt und damit ist ganz angenehm. Gestern waren es halt irgendwie 28 Grad in Berlin, aber heute ist es relativ relativ kühl mit 24. In der Sonne knallt das auf jeden Fall, keine Frage. Ja. Ich habe auf das Wie nach dem Als gewartet, aber zu meinem Erstaunen kam das nicht. Da muss man, das nutzt sich ja ab, wenn man das ständig so macht. Frau Ling. Wie er sich hier runterhängen kann, das finde ich witzig. Dann hängt er so kopfüber. Und chillt erstmal eine Runde. Beobachte die bösen Buben. Ich freue mich schon auf den Stream. Ich muss zu meinem, wie sagt man, Entschuldigung sagen. Ich habe den letzten Wort von Samstag noch nicht geguckt. Ich werde dann einfach heute im Stream fragen, was ist denn letztes Mal passiert? Und dann müsstest du so eine kleine Mini-Zusammenfassung vielleicht machen, Herr Buff, wenn das in Ordnung ist.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Stream. So, der klettert dahin. Der Haken ist belegt. Ist hier noch irgendwas? Da liegt einer, da sitzt einer, würde ich sagen, aber... Geht doch mal die Treppen hoch, Jungs. Ich muss euch mal was zeigen. Ba, 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 ba. Ja. Wie kannst du nur? Das ist Batman. Was soll ihm schon passieren? Was ich eher witzig finde, ist, dass der Umhang ihm nicht über den Kopf hängt nach unten, ne? Dass der so stabil nach oben hängt. Das finde ich ein bisschen krass. Ja, ich habe heute erfahren, dass ich am Freitag einen Kollegen vertreten muss. Also es wurde gefragt, ob ich trotz meines Urlaubs mich dazu bereit erklären würde, eine Präsentation zu machen, die er eigentlich machen müsste, aber irgendwie ist er nicht da oder krank, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, na klar, bin ich da und helfe. Das heißt, am Freitag muss ich von 9 bis 10 an einer WebEx-Konferenz teilnehmen und kurz erzählen, was ich eigentlich den ganzen Tag so mache. Das wird spaßig. Ein Glück bin ich in Berlin. Wenn ich auf Rügen geblieben wäre, dann hätte ich es natürlich nicht machen können. Aber wir sind ja ein netter Kollege. Versuchen es zumindest zu sein. Ja, muss ich morgen vielleicht ein, zwei Zeilen zusammenschreiben, um mich ein bisschen vorzubereiten. Aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich easy peasy sein. Habe ich ja schon mal gemacht vor einem halben Jahr. Mal kurz die Umgebung hier anschauen. Da unten sind Schächte. Da sind nochmal Wegspring-Dinger. Okay. Können wir uns den schnappen? Schade, ich hätte den gerne jetzt auch mit hier hingebimmelt. Gebaumelt, nicht gebimmelt. Die haben halt alle Waffen, ne? Die haben alle Gewehre. Das ist schon ein bisschen fies. Und pro Vantage Point geht halt nur einer, ne? Also da kann man nicht mehrere dran bäumeln. Was ist denn so hell? Leuchtet mich irgendwie Licht an? Scheinbar, ne? Ah. Geht ein Scheinwerfer drauf. Alles auf diesem Schiff. So, die wollen irgendwie nicht da hoch. Ach doch, guck mal da. Den können wir uns vielleicht noch schnappen. Zack. Jetzt kommen sie angerannt und gucken. Welcome to the chat room. Falls seit 16:14 jemand was geschrieben hat. Ich sehe es nicht. Muss ich in den Dings gehen? In den, ist der Bot eigentlich an? Nö, der ist glaube ich noch gar nicht an. Habe ich den nicht angemacht? Deswegen reagierst du nicht. Ja, ja. Nee, der Bot ist aus. Ich mache mal den Bot an. So, dann gibt's auch Zuschauerpunkte. Ich wundere mich schon. Hä? Ist so still? Sorry, Buff. Ich hab's nicht, ich konnte es nicht lesen. Welcome to the chat. Hast du viel geschrieben? Nein, du hast Urlaub. Ach so, nee, ich mach das. Das ist ja nur eine Stunde, die ich bei einer Telco dabei bin. Aber im Endeffekt war es fast zu erwarten. Man muss da aus seiner, wie soll ich sagen, negativen Haltung der Kollegen gegenüber, Vorurteile und so weiter, muss man irgendwie versuchen, ein bisschen rauszukommen. Das fällt mir schwer, aber ich hätte eigentlich damit rechnen müssen, dass die beiden trotz meines Urlaubs dann sich vom Acker machen. Das war meine Nacht. Dann müssen sie dir den Tag gut schreiben. Ja, oder die Stunde. Mache ich mal eine Stunde früher Feierabend. Ja. Wir kicken mal. Wie sich das... Ach, guck mal. Der hat da...
Ein Hostage. Eine Geisel, der Drecksack. Ja, Puff. Wir sind halt drei Leute in dem Bereich und die anderen beiden sind scheinbar nicht da, obwohl sie es zwei Wochen lang schon wussten. Und sie wussten, dass ich im Urlaub bin. Ne? Das ist schon so ein bisschen egoistisch. Aber man kennt ja auch nicht den Hintergrund, man weiß es ja nicht, woran es liegt. Es ist ziemlich arschig, ja. Und meine Erkältung mit dem Anzug beim Kopfüberhängen. Ach, Erkältung? Der kriegt eine Erkältung vom Kopfüberhängen? Erklärung, oh mein Gott. Die habe ich, glaube ich, noch... Nee, die habe ich auch nicht gesehen. Erkältung. Sorry. Ja, Mann. Das ist wie mit der Lieblingsmama. Mama mit Granatapfelgeschmack. Oder was war das? Nee, Melone. Tarnis. Was ist denn nicht richtig? Oh, was ist nicht richtig? Ja, ich habe da Erkältung gelesen. Ich weiß auch nicht, warum. Hallo Cobra, grüß dich. Habe es nochmal gepostet. Oha, das reagierst du nicht. Und meine Erklärung mit dem Anzug beim Kopf überhängen. Aber er kann den ja so elektrisieren. Wenn er fliegt, macht er das auch. Ach so, der macht so. Macht den stabil sozusagen und dann bleibt er in Position. Stimmt, Buff. Jetzt habe ich es gelesen. Vielen lieben Dank für Ihre Kooperation. Danke, danke, danke. Ja, ist mit mir manchmal nicht so einfach. Ja, wie gesagt, wäre ich auf Rügen gewesen, hätte ich gesagt, nö, ich fahre jetzt nicht deswegen extra früher nach Hause. Müsste irgendwie eine andere Lösung finden, aber... Ich bin ja in Berlin, von daher ist es dann halt so. Ja. Time spotted zweimal. Die haben mich zweimal entdeckt. Das finde ich ja krass. Da ist jemand, mit dem wir reden können. Okay. Fire Extinguisher. Die können wir bestimmt anschießen und dann dingsen die so. Explodieren die so? What do you want? I didn't do nothing. Who's your boss? What does Penguin want with him? Alberto Falcone. But I got no idea what Penguin wants with him, I swear. I swear. Hallo Shanghai Sneak. Wunderschönes Emote. Ich weiß nicht, wie die macht, aber ich glaube so in die Richtung. Now, where were we? Candy. You suggested little Alberto over here. Hey, baby. Try to convince his father to take early retirement. He disagreed and called you a, let's see, psychotic little bastard. No, 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 please! Now you best listen, Falcone. Because this is the last time I'll ask. Nicely. What are you gonna tell your father? That we're getting out of the weapons business. I promise. I'll make him do it. I see your lips flapping, Bernie. But they ain't making the sound I want to hear.
You idiots! Better kill him! Please! Don't hurt me! Kill him, you bloody wankers! Get his arse, you captain prats! What are you waiting for? Come on now! Remind me why I pay you, ponces! Don't stand here, kid! Are you waiting for a personal invitation? Oh, man! Hold up! Just give me a sec to explain! Boom! Kill him, you bloody wank! Now, hold on! Hold on a bloody minute! I seen your act! I ain't done nothing you not done! Willkommen zurück, Lütke. Black Mask, put a bounty on my head. Where is he? I don't keep tabs on every geezer with a grudge. You're not a popular bloke in this town. You're running out of time. Wait. Lacey Towers. There was a murder. It was supposed to be his same house. Uh-oh. Or Black Mask. He's got problems of his own, I'd say. Someone broke in there. Oh. I'm not playing games, Slade. Tell me where I can find Black Mask. Deathstroke. Hier hat es geregnet, jetzt jucken die Augen nicht mehr und die Nase hat sich beruhigt. Alle Fenster zu, weil Pollen die Nase kitzeln. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hallo. Tarnis, nur zur Info, ich verschiebe meinen Stream auf morgen 19 Uhr, tut mir leid. Wie kannst du nur, Buff? Wie kannst du einfach heute nicht streamen? Das ist unerhört. Ja, das ist okay. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich hätte mich gefreut, heute zu klotzen, zu kicken, aber dann klotze ich und kicke ich halt morgen. Los, gib ihm. Ich gebe mir Mühe. 24 Stunden bis jetzt dabei, Cobra. Krass. Gewitter kommt zurück. Lütger hat gerade gedonnert. Ich schiebe es in Richtung Westen. Kommt mir länger vor. Ja, irgendwie hat er jetzt die 24-Stunden-Grenze erreicht. Sehr gut. Ach, Wobuff, alles gut. Ich mache nur Spaß. Wie gesagt, ob ich nun heute nach meinem Stream deinen Stream gucke oder morgen, macht da keinen Unterschied. Your methods and tactics are impressive, but inferior. Krieg ihn irgendwie nicht kaputt? Oh, jetzt hat er mir eine gegeben. Ich muss ihn, glaube ich, in die Stromwände reintreten oder so. Gibt es überhaupt Stromwände? Ich weiß nicht, aber der verliert auch keine Lebenspunkte. Ich roll ihn auch immer wieder weg. Au!
Muss irgendwas anderes probieren, hat er gesagt. Ey, drück doch Y für den Counter. Was soll denn das? Oh oh. Oh 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 oh. Was hat der denn für einen Wutanfall? Bam! Ich glaube, er ist sauer. So, wat? Cobra, du musst nach unten pusten. Schafft ihr das noch vor 19 Uhr? Was denn? Habe ich, Lütke. Hast du schon unterschrieben? Nach einem Black 24 reicht er das Dantanis ein. Black 28 Black meinst du, was der Maxima trinkt? Endlich. Keine Ahnung, was hier letzten beiden Tage passiert ist. Die Temperatur ist sowas von hochgegangen. Ja, der Sommer kündigt sich an. Und im Wald muss noch ein Pfotenabdruck von beiden Katzen drauf. Max wird dich verbimsen. Schau, ich wollte erst 88 Black schreiben. Oh mein Gott. Die Lütke erinnert deinen Lieblings-Energy-Drink falsch und grüßt dich, Max. Oh shit! Wie ich einfach nicht mehr weiß, wie die Kombos gehen. Ich bin gleich tot. Oh, ich bin gestorben, Max. Discounter. This. Know that you die with honor. Fuck you. Could be said for most. Use the bat claw quickfire to interrupt Deathstroke when he shoots. Da muss ich wieder mehrere Tasten auf einmal drücken. Das ist nicht gut. Viel Spaß bei Overwatch. Ja, viel Spaß bei Overwatch. Wünsche ich euch. Verabschiede mich. Spielen jetzt Overwatch. Ja, genau. Viel Spaß. Viel Spaß, viel Spaß. Ich versuche mal Deathstroke zu besiegen. So früh hat er mir sonst nie eine gegeben. Wow, der schlägt mich zusammen! Ey, wieso kann ich das denn nicht countern? Ich kann das irgendwie nicht countern. Ich drücke Y, aber irgendwie kloppt er sich dann einmal ohne Probleme durch. Das wird noch spannend werden. Darf nur Mord und Tarnis. Genau, der Max ist irgendwie gerade abwesend. Dann mache ich das mal selber. Death Inc. Plus, glaube ich. Nee. Death Increase. Death. CTR Inc. Ja, so. Ohne Plus, ja. Und das sind zwei Wörter. Nicht nur eins. So.
wo war ich? Hier muss ich jetzt reinklicken. Hallo, ich möchte zurück ins Spiel. Danke. Ja. Erst einmal, aber ich glaube, Deathstroke wird uns ein paar Mal zerlegen. Der haut uns ja ständig seinen langen Knüppel um die Ohren. Das wird ein bisschen dauern. Not such a pushover after all. Ja, das passt, Flütke. Habe ein wenig mehr Vertrauen in mich. Letztes Mal gegen die Echse sind wir nur fast gestorben, nicht wirklich. Nein! What is the source of his self-restraint? Wie er immer mehr, also das geht ein, gibt einen zweiten Death Counter. Erinnere mich an Jedi, ja, bei Jedi, da bin ich ja für jeden Absprung, also für jedes Abstürzen gestorben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das sind. Das ist Batman! Lütke, kennst du den Batman nicht? Der schießt doch nicht mit Pistolen. Sag mal. Lütke, was ist denn los mit dir? Und jetzt gibt er mir wieder eine. Wäre besser, ja, aber er will ja die Leute nicht umbringen. You still think you can win? Ich fall immer wieder drauf ein. Countering. Watch carefully for an opening. Jetzt habe ich wieder. Jetzt kriege ich auf. Ich bin so tot! Ich muss den Chat lesen, wenn ich tot bin. Jetzt zum Beispiel. Nein, der schießt nicht auf Leute. Lütke. Du musst mal Batman gucken, bis auf den neuen. Der ist vielleicht ein bisschen anders drauf. Aber normalerweise tötet der niemand. Wir sagen dann Max, wie viel er dazu machen kann, weil immer aus dem Spiel raus tappen ist immer ein bisschen blöd. Oh, wie er mich immer wieder kriegt damit. Jetzt hat er mich schon wieder und ich kann diesem Angriff nicht ausweichen. Das ist echt. Ich kann eigentlich nur Y drücken in dem Spiel, weil ich nie weiß, wann ich ihm eine einschenken kann. Plus 1 momentan. Lütke, du olle Stänker-Alise. Du klingst schon wie der Shanghai Snake. Was ist denn da los mit dir? Ein Tod war das bisher. Du sagst 2 oder 3. Das ist schon ein bisschen fies. Jetzt kriegt er mich wieder. I know you saw an opening, yet you didn't take it. Why? Try something else. Das kannst du ja kontrollieren, aber ich kann doch noch zählen, Lütke.
Ich weiß doch, wie oft ich jetzt getroffen wurde. Einen habe ich selber hochgezählt und einen habe ich gerade bekommen. Er wartet echt immer, bis ich angreife und haut mir dann eine drauf. Not such a pushover after all. Wie sie mir nicht glaubt, das ist voll krass. Voll krass. Ich hab doch Y gedrückt. Is it self-righteousness or squeamishness that stops you from killing? Boah, ich werd so zerlegt. Another opportunity to kill me. No more. Was muss ich jetzt machen? Ah ja, countern eigentlich. Hallo? Na, er kriegt mich wieder. Wow! Mehr als Deathstroke werden wir heute nicht sehen, würde ich sagen. What is the source of this self-restraint? Ich habe es versucht zu countern, aber ich habe es nicht hingekriegt. Noch ein mehr, Max. Noch ein mehr. Also, wir sind jetzt bei 3. Ja, alles gut. Max, was spielst du? Spielst du Valorant oder was anderes? Ah. Hör nicht auf die Lütke, die macht immer 1, 2, 3 mehr. Hör auf mich. Tell me where I can find Black. Ich sag dir, wie viele Tode das sind. COD. Call of Duty. Mask. You better have some surprises in store. Inadequate. Ow. And yet another opportunity you failed to exploit. You'll regret that. No more. Komm halt durch seine Rüstung nicht durch. Denied. Dass ich dem nicht ausweichen kann, ist so krass. Das verstehe ich nicht. Im richtigen Moment countern. Aha. Das ist aber neu. Scheiße. Den konnte ich wieder gar nicht. That was a mistake.
Nee, es könnte sein, dass wir heute hier mit uns 3 Stunden beschäftigen. Ich weiß es noch nicht genau. Der kriegt mich immer wieder. Immer wieder mit diesem Scheißstock. Na, schon wieder. Und ich kann da nichts machen. Das ist eine Angriffskette, die kann ich nicht unterbrechen. Zumindest weiß ich nicht wie. Da kommt er wieder. Wie er auch nicht angreift, sondern wartet, dass ich angreife, damit er mich countern kann. Dreckiges Stück Scheiße. Ah, schon wieder. Wow. Kann dir leider keine Tipps geben. Das ist nicht schlimm. Das sind auch keine Rätsel hier. Das sind ja eher Reaktionssachen. Und die habe ich nicht so gut drauf. Und ich habe dummerweise das Spiel auf normal schwer gestellt. Und dementsprechend sind die Gegner für mich auch noch ein bisschen herausfordernd. Ich sehe nichts. Es war wie eingefroren. Mach den Stab kaputt. Sehr gut. Oh, jetzt kommt er mit dem Schwert. Nicht so gut. Ich sehe ihn gar nicht, scheiße. Ey, ich drück Y. Plus 1! Hallo Dark Spider, grüß dich! Dark Deadpool? Nee, Deathstroke. But I am stronger, faster, smarter. And so this ends the only way it could. Kugel im Kopf. Sehr schade. Mission failed. Das ist jetzt schon der 4. Versuch, glaube ich. Der 4. Tell me where I can find Black Mask. Vigilantism? A waste of your talents. You'll regret that. That was a... Da hat er mich wieder. Wie ich mit dem Rücken zu ihm stehe, ist auch göttlich. Nein, er kriegt mich wieder. Countering too soon against Deathstroke will fail.
Deadpool ist eine lustige Kopie von Deathstroke. Ja? Weiß ich nicht, ob so ist. Bam. Die er immer wieder mich kriegt. Schon wieder. So, jetzt kommt irgendwas angeflogen. Das müssen wir versuchen, irgendwie ihm in die Fresse zu werfen. Das ist das erste Mal geklappt. Doch gecountert. Und scheinbar nicht in die richtige Richtung geguckt. Not such a pushover, Adam. A few tricks left, I see. Nee, muss man nicht gedrückt halten. Man muss es ja im richtigen Moment drücken, Blödke. Und gedrückt halten ist ja niemals der richtige Moment, würde ich sagen. Glaube ich zumindest. So. Wie er mal ausweicht. Ich drücke Y, aber wahrscheinlich nicht im richtigen Moment. Seinem Schwert kommt. A few tricks. Not such a pushover after. Hallo Morian, grüß dich. Schönen guten Tag. Mach das Schwert kaputt. It's over, Slade. What are you? Ja.
saying, you Batman. Der größte Gegner ist die Angst. Ja, das kann sein. I can't let Penguin get away. There's more I need to ask him. Also Deathstroke hat uns dreimal auf den Boden geschickt. Dreimal. Remote Claw. Mhm. Viermal? Aber ich habe doch erst drei Tode. Wie kann er mich denn dann viermal auf den Boden geschickt haben? Oder habe ich vier Tode? Schöne Waffe. Da hast du deine Wummer, aber die benutzt er, glaube ich, nicht gegen Menschen. Einer fehlt noch im Counter. Hä? Bist du dir sicher, Lütke? Stimmt, da oben steht plus eins. Jetzt ist es viermal. Dann hat er mich viermal. Habe er doch oben notiert. Ja, das ist immer so, ne? Da gucke ich lieber selber nochmal in meinem Kopf nach, aber dann finde ich nichts. Dann hat er mich viermal. Entschuldigung, ich habe gelogen. Viermal habe ich auf die Fresse gekriegt. Beim fünften Mal habe ich es dann. The device Deathstroke was using should do the trick. Beim fünften Mal habe ich es dann geschafft. Immerhin. Ah, jetzt haben wir auch hier diese Spannschnur. Da gab es noch einen anderen Bereich im Boot, wo wir die brauchen konnten. Stimmt ja. Ich wollte nicht lügen, aber ab und zu kommt das so aus mir raus. So, Rüstung auf. Upgraden, ja. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass du es schaffst. Oder wird der leichter dann? Ich würde sagen, nein, er wird nicht leichter, aber man weiß dann, wie man ihn vielleicht noch penetrieren kann. Aber vielleicht wird er auch leichter. Wer weiß das schon. Black Mask would trust Deathstroke with any useful information. I should follow Penguin's lead and hurry to Lacey Towers. Wo ist denn die Karte nochmal? Hier. So, irgendwo hier war eine Schnur zu spannen. Wie kaputt mein Umhang ist, weil ich so auf die Fresse gekriegt habe. Das war ja nicht gelogen, sondern anders wahrgenommen. Naja. Na gut. I should use the device I took from Deathstroke. Perfekt, so kann man dann noch ein bisschen Alfred, abkürzen. Get GCPD to take a look at the final offer. More to Dixon Docks. They'll find Slade Wilson tied up and waiting for them. Along with some of Penguin's illegally obtained weapons. Another anonymous tip? Will do, sir. Bezüge zu den Filmen? Da müsste ich raten, / lügen. Leider ist Jermaine nicht hier, der weiß doch immer alles. Aber ich kann leider dir da... keine Info zu geben. Ob es da Bezüge zu gibt. Ich würde sagen, im Zweifelsfall nein. Ist wahrscheinlich falsch, aber egal.
Oppressed citizens of Gotham, your cries for help have been heard. I am Anarchy, voice of the people, here to save you from the plague of corruption that now infests this once proud city. Those hired and elected to keep us free and safe won't lift a finger. And why would they? They've been bought and paid for, encouraged to turn a blind eye. If they won't act, I will. At dawn's first light, the sources of Gotham's ruin will be destroyed. Now, back to your regularly scheduled programming of propaganda and consumerist garbage. As if there isn't enough going on tonight. So, dann sind wir vom Schiff wieder runter und gucken uns mal weiter um. Ich hoffe, es geht euch soweit gut am Mittwoch. Wochenmitte? Woche, Arbeitswoche ist ja kurz. 4 Tage. Cops destroy all the evidence from the crime scene Penguin mentioned. I was hoping to get a minute of your time. Wer ist das denn? I've got a story to tell you. About crime and violence. Whoa, easy now. I ain't looking for a fight. Got a message, that's all. Anarchy says if you're gonna make a withdrawal, you better do it soon. Of change. I've planted 3 bombs where Gotham's corruption is at its strongest. But unlike those I fight to overthrow, I believe in choice. So, I offer you one. Let them detonate or stop them. Your actions will determine what I do. 3 Bomben in unter 3 Minuten? Sag mal, das Spiel will mich doch rollen, oder? Wie soll ich denn die Bomben schaffen? Hm. Wie haben sie sich denn das vorgestellt? Ist ja irgendwo ein Haken, wo ich dran kann? Irgendwie nicht, ne? Was ist denn da los? Hallo? Any available homicide unit, please respond to 187 in the Bowery. Officers on scene report victim appears to have fallen from a nearby building. System. Better one. Where everyone. You don't look friendly. Fight to the last! They say money makes the world go round, but it also makes for excellent shackles. You're tied to your job, your mortgage, your need to buy the next shiny thing your overpriced television seduces you with. Imagine what we could accomplish if only someone would set us free. Fellow mentioned 3 bombs, which means 2 still remain. Yeah. Find them. I've no doubt you will, sir. Oh shit, ey. Das war ja ein bisschen knapp. Ja, bei mir Tutu. Wieso habe ich ihn gerade? Verkaufe gerade Rüben. Also ist es eher Ben Affleck oder Christian Bale? Ich weiß es nicht. Du kannst ja Fragen stellen. Wieder noch? Morian, ich weiß es echt nicht. Ich weiß es leider echt nicht.
Wo bin ich denn gerade hier? Dann können wir doch mal hier zu diesem Network Relay vor uns. Das muss ja irgendwo hier unten sein. Jetzt ist es hinter uns irgendwie. Da unten ist es. Badness B. Wo denn? Hat uns jemand gesehen? This ain't hide and seek. Go get the best. Let's go down. Hold him still. Wie, du kannst es erklären? Ihr habt mich angegriffen, ihr Schweine. Das ist für ein Fall für Galileo. Muss los, Terry. Wer? Wie bitte? Ja, also wie gesagt, gibt bestimmt irgendwo eine Lösung für die Frage, aber nicht in meinem Kopf. Ich weiß es echt nicht. Irgendwie ein Schlüssel? Eine Crime Scene. Geh mal aus der Karte raus. The police know the victim fell from a nearby building, but there's not much else in the file. His identity might shed some light on things. Scanning. Brian Murphy, an account manager at the Gotham Merchants Bank. Cause of death, internal injuries sustained on impact. Now I know what happened. Time to find out how and why. Der ist von da oben runtergefallen und hier durch die Decke gekommen. This blood spatter indicates a high velocity impact. I should check the roof. Seine Stimme ist gar nicht tief genug. Findest du nicht? Ich finde die eigentlich super. Ausreichend tief. The railing here is broken. Was it an accident or was he pushed? Two sets of footprints means the victim wasn't alone, and the scattered paperwork suggests he had a briefcase. I need to find that. Der ist nett, nicht so affig wie in den Filmen. Musste immer lachen, wenn er geredet hat. Naja, in Deutsch klingt es, glaube ich, nochmal ein bisschen anders als in Englisch, aber er macht ja seine Stimme so tief, damit man seine Stimme nicht erkennt. Also es hat ja schon einen Grund, aber dass es dadurch vielleicht ein bisschen seltsam wirkt. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Na, guck mal.
Two sets of footprints. Das haben wir. Spulen nochmal zurück. Musste mal lachen, wenn er geredet hat. Ey, Scratch, grüß dich, ne? So höre ich mich morgens auch immer an. Mit so einer tiefen Stimme. So, der fliegt hier durch. Irgendwo müssen wir hier noch ein zweites Paar Fußabdrücke finden. Das sind Rewind or Advance Crime Scene Reconstruction. Hallo Spieletreffen, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Und dann sage ich immer, ich muss aufs Klo, Ma'am. Und stütze mich mit der Bettdecke als Cape davon. Oh mein Gott. Ist schon ein bisschen lustig. Wer bist du gewesen, der du ihn hier angegriffen hast? Irgendwie haben sie sich um den Koffer gestritten. Aber dass er beim Ziehen am Koffer, wobei das sah vorher schon brüchig aus, ich will nichts sagen, da durchknallt. Da ist doch irgendwo... Hier ist noch was rot. Fliegt der Koffer dann weg oder hat er den dann? Nee, der Koffer fliegt da mit runter. Muss er nochmal runter. Wo ist der Koffer hingeflogen? Ach, hier! Interesting. There are two sets of fingerprints here. One belongs to the victim, the other to Robert Haynes, a well-known con artist. Alfred, I need the last known location of Robert Haynes. I'll send over everything I've got in case it helps. No need, sir. I already have a search area. Check your display. Search area, display. Wir machen hier erstmal alle Dinger noch kaputt, würde ich sagen. Alle Network Relays. Wo hat er denn jetzt seine Quest markiert eigentlich? Wir müssen dann ja runter. Da lang und dann runter. Wir müssen nach rechts abbiegen. How's he doing this?
Bumm! So, wissen noch jemand, wo wir lang wollten? Rechts oder links? Ah, die Richtung stimmt schon mal. Zit. Ja, ich habe noch ein bisschen Urlaub. Die Woche. Und nächste Woche geht's dann weiter. Show him who he's messing with! Sie will mir immer eine drauf geben. This is gonna get ugly! Der Controller ist unterm Tisch und damit habe ich dieses verdächtige Gedingse hier, ne? Haben wir nicht mehr. Das haben wir doch, glaube ich, irgendwann bei Spider-Man. War es bei Spider-Man? Ich glaube ja. Bei Spider-Man dann auch angefangen so und haben gesagt, ach komm, wir nehmen den Controller unter den Tisch und dann hört man das nicht so krass. Und es geht auch. Dann sieht man nur noch mein krampfhaft verzerrtes Gesicht. Oh, was ist denn hier? Aha. An encrypted data drive. Looks like it's part of a larger set. If I can collect enough of these, I should be able to read the file. Scheiße, ich dachte immer, ich muss die scannen, aber ich muss die aufheben, verdammt. Ich bin schon an einigen vorbeigekommen. Man muss die einsammeln. Na, das muss man ja erstmal erfahren. Ja, Profi, muss glaube ich eh zurück ins Schiff. Zack. Mann, Mann, Mann. Ich habe überall schon so ein paar gesehen, die ich nicht mitgenommen habe. Ich Pleppo. So ein Pleppo. So, geradezu sind noch zwei und links ist da noch eins. Immer looten, ja? Grabbelst du dann nicht immer alles an? Was meinst du denn jetzt mit angrabbeln? Ich habe eine Hose an, falls du das meinst. Lütke. Wovon redet sie? Die Schweinen. Da oben ist noch eins, okay. Wir gucken mal da lang. Oder? Die Schweinen. So, dann rennen wir mal ganz nach oben. Da lang, ne? Ja. Der Vorteil ist ja bei mir, dass ich nicht mehr auf den Controller gucken muss, wo denn jetzt die Tasten sind. Und dementsprechend kann ich den auch unterm Tisch halten, ohne ihn zu sehen. Na, das ist schon ein Vorteil. Na, ich würde jetzt nicht sagen gegen, aber manche müssen sich nochmal rückversichern. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist schon okay. Thank you.
Miau, schon wieder eine gekriegt. So. Die Muschel muss arbeiten. Nicht aus dem Lurk rausholen. Was ist das? Critical Counter. Ja, super. Right before Impact. Machen wir. Kümmern wir uns drum. So, hier ist noch ein Relay und da sind ganz viele Dingerse. Wir gehen mal da hoch. Ich glaube, ich verstehe langsam, was der Jermaine meinte mit, wenn du wirklich alle Sachen hier machst, wirst du eine ganze Weile für das Spiel brauchen. Aber ich würde sagen, das ist okay. Mehr Zeit, ne? Dieses schnell grabbeln und ranziehen und dann eine geben ist schon cool. Ist schon, kann man mal so sagen. Macht Spaß. Haben wir bei Deathstroke gelernt. So, darüber wollen wir. Kann man ja nicht Waypoints setzen? Ah ja, das. Sehr gut. Sehr gut. Wo ist jetzt der Waypoint? Ah, da. Ah, da, was ist denn das hier? Hinter uns ist direkt was. An der Wand oder wie? Muss da lang. Muss immer mal so ein bisschen mich orientieren. Gut, Pferd. Sieht aus wie aus Eis oder Glas. Ah, da. Oh. Zack. So, und das andere müsste ja dann hier sein. Sehr gut. Kurz die Nase jucken. Zack. So, Nummer 8. Dann machen wir das hier noch. Ist er ein Gegner? Oder nicht? Keine Ahnung, aber wir legen ihn trotzdem mal schlafen. Sicher ist sicher. Und die 10, die ist ja irgendwo oben, ne? Genau. Mal gucken, was passiert, wenn wir alle 10 haben. Muss hier irgendwo oben drauf sein.
Ich wollte ihm bewusstlos hauen. Kämpf doch fair. Weiß gar nicht, was die meinen. Da. Zack. 10 Stück. Wayne Tech Upgrade. Wo denn? Habe ich eins? Nee, ne? Die Upgrade Points 0. So, ab in die Küche. Thermo anschmeißen. Benutzt dein Thermomix. Sehr gut. Sehr gut. Viel Freude damit. So. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach Park Row und schnappen uns mal den Turm da. Guten Tag. That's a crazy fight. How are you doing this? Fine. You can't do this. Doch. Auf jeden Fall viel Erfolg beim Kochen. Ich werde nach dem Stream heute auch noch was essen. Hab heute mal aufs Frühstück verzichtet, hab vorhin Mittag gegessen, irgendwann so gegen 12:30. Und ja. Dann kicken wir mal. Machen wir eine Fettbämme. Kann man das wieder nehmen? Ne, muss man wieder dingsen hier. Manche kannst du nehmen, manche musst du dingsen. Oder? Eine satte Lütke ist eine zufriedene Lütke. Ihr habt also auch was davon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier sind doch wieder diese Rätsel-Scheißteile, oder? Ja, das ist doch diese Rätselkacke. So, wie kriegen wir denn jetzt... Reached Objective. Nicht ins Gesicht, aber du hast einen Baseballschläger. Geht's dir noch gut? Zack.
Es ist laut, wenn ich nicht antworte, später nochmal fragen. Alles klar. Careful now. That's public property you're destroying. Crawling around in vents like a common rat. How expected. Die Tür ist unter Strom. Power coupling for associated security gates. Sollen wir den ferngesteuerten nehmen? I bet steering that thing requires a whole lot of concentration. Oops, sorry about that. Also irgendwie müssen wir uns am Strom aufladen und dann da reingehen. Aber wir müssen erstmal Strom fangen. Warte immer noch, dass Nemesis da plötzlich irgendwo auftaucht. Na, zum Glück gibt's den hier ja nicht, den Nemesis. Fast. Aber ich muss schon sagen, Resident Evil war schon schön. Hat Spaß gemacht. Keine Frage. Koba, geht's dir gut soweit? Hast du ein schönes Pfingstwochenende gehabt? Oh, that poor door. You really should apologize. Interesting. Watching you figure that one out was a real... Wie man ihn gar nicht sieht, weil ich so falsch sitze. Besser ist das, glaube ich. Ja. Oh, but it is. One, you're more than welcome to stop playing. Now you need to stop interfering with my work. Tackling these towers is one thing, but my handlers, my data, my network relays, those aren't meant for you, so back off! Der will, dass ich seine Technik in Ruhe lasse. Kann aber vergessen. Kann aber ganz schnell vergessen. Emergency protocols are in effect. So, wo ist denn hier dieser wunderschöne... Da, Kasten. Batarang! Wo ist es denn? Ach, da hinten, wie ich nicht kicken kann. Sehr gut. Machen die alle kaputt. Nächste bitte. Nächste geht erstmal hier. Zack! Nummer 2. Auf geht's zur Nummer 3. Wetter ist momentan extrem unangenehm für mich. In den letzten 2 Tagen wurde es schlagartig wärmer. Ja. Ja, das Sommer mag ich auch nicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, so 20 Grad reichen mir. 25 ertrage ich zur Not auch noch, aber in Berlin wären es ja auch gerne mal 30 oder noch mehr Grad. Das ist nicht so schön. Bei mir ist aber alles gut. Das Wochenende war sehr schön, mit der Familie Zeit zu verbringen. Und jo. Jetzt bin ich wieder zurück in Berlin. Und denke mal,
dass die letzten zwei, drei Urlaubstage jetzt auch noch ganz schön werden. So, bin gesund, es geht mir gut. Ja. Aber wie gesagt, ist alles. Alles im grünen Bereich. Wow! How hard is it to... Bam! Boom! Wie er mich wegtritt, während ich seinen Freund bewusstlos schlagen will. Ja, du hättest wirklich im Bett bleiben sollen. Ja, die Haare sitzen einigermaßen. Wobei, sie sind schon wieder so lang, dass ich bin eigentlich schon gefühlt 3 Wochen drüber. Und jetzt hoffe ich, dass meine Friseuse morgen kommt und die abschneidet. Für so einen Service seit Jahren, dass eine Friseuse zu mir nach Hause kommt. Voll nett von ihr. Aber die haben jetzt gerade einen Todesfall in der Familie. Und da weiß ich noch nicht so genau, inwiefern sie morgen in der Verfassung ist, nach Berlin zu fahren. Wir gucken mal. Zur Not muss ich halt mal zu einem Friseur in den Laden gehen. Ja. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, ob das Corona-bedingt ist. Hey, they're fighting. He's making us look stupid. Ich hoffe es mal nicht, sagen wir es mal so, das wäre echt nicht schön. Bumm. So, dann haben wir da noch ein Relay. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, sie kommen damit einigermaßen zurecht. Ich will nicht wissen, wie es mir geht, wenn meine Mama irgendwann mal nicht mehr ist. Und von daher ist das natürlich erstmal deutlich wichtiger als meine Mecke. Oder die Mecke der alten Damen hier in der Ecke. Was schreibst du? Mist, ein Teil, was ich brauche, ist in der Minna. Was ist denn die Minna? Das Spiel sieht schon nice aus, speziell mit dem Umhang ganz cool. Die grüne Minna? Stimmt. Ja, es ist von 2013. Hier und da sieht man schon, dass es ein bisschen älter ist, das Spiel. Aber im Grunde finde ich es immer noch sehr schön. Macht Spaß, sich so durch die Massen zu kloppen. Das ist ganz unterhaltsam. Da. 5 Stück, dann holen wir uns den noch. Spülmaschine. Du nennst deine Spülmaschine Minna? Die läuft noch eine Stunde. Mach die doch einfach zwischendurch auf. Also ich mach das manchmal. Ich mach einfach die Tür auf und dann tue ich das rein oder raus, was noch fehlt. Und dann lasse ich sie weiter waschen. Freue mich schon
Auf die Remaster von Command & Conquer. Conquer. Kommt am Samstag? Okay. Nein, ich esse nun was anderes. Immer macht die Lütke, wie sie will. Nie macht die Lütke so, wie ich will. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Du wirst es dir dann wahrscheinlich auch zulegen. Schätze ich mal. Und dann zocken. So, das ist der 6. Dann holen wir uns mal da hinten ein. Die reden schon über mich, ist ja witzig. Nee, spielst du nicht? Muss auch weg und Brokkolisalat mit Reis gibt es dann morgen. Okay. Nee, meine Spülmaschine heißt einfach Spülmaschine. Wie viel sind das denn? Unglaublich. Schon wieder ein Level up. Sehr gut. Mach das doch mal schnell. Level up ist immer gut. Mal ein bisschen mehr Dings hier bei Geschützen, dass die Projektile an meiner Rüstung besser abprallen. Und dann holen wir uns Dead Radiant Network. Thanis? Wann soll denn nun die PS5 kommen? Weißt du das? Na, die PS5 wird Ende des Jahres, denke ich mal, in den Verkauf gehen, zum Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich. Sie hatten für morgen ein Event angekündigt, was sie mittlerweile aber schon wieder abgesagt haben. Irgendwie am Samstag, Sonntag war das, glaube ich, schon in Social Media. Und wie gesagt, ich denke schon, dass sie irgendwann Dezember kommt. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Aufs Geländer geknallt. So. Genau, die wollten, glaube ich, auch den Preis endlich mal bekannt geben und noch ein paar Spiele, die damit rauskommen. Und das sollte jetzt am Donnerstag der Fall sein. Und dann haben sie irgendwie auf Twitter, glaube ich, geschrieben, nö, ist jetzt vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
This is a reckoning! Oh, die haben mich aus dem Schießmodus rausgeholt. Schießmodus vor allen Dingen. Scan-Modus. Das sind die Anarchisten hier, oder? Unbestimmt, genau. Es wurde noch kein Datum genannt als Ausweichtermin. Sie haben nur gesagt, das ist ihrer Meinung nach momentan noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und sie geben dann irgendwann bekannt, wenn es soweit ist. Ich hole dich auch gleich aus dem Schießmodus. Naja, es gibt da hier so einen Detektivmodus, wo man so die Umgebung scannen kann. Aber Schießmodus war natürlich völlig bekloppt, dieses Wort. Hat ja gar, ergibt ja gar keinen Sinn. Außer dass Anarchie für A steht für Anna. Das Anarchie A steht für Analphabeten. Wer weiß das schon, ne? So, einen noch. Einen noch, da. Da. Dann haben wir den Bezirk auch. Wo lang? Da lang. Und hier unten ist noch eins. Hallo. Ja, gut. Dann gehen wir an den nächsten. Können wir eigentlich hier noch? Oder machen wir ja heute einfach alle Dings, alle Comm-Towers? Wäre eigentlich eine Idee. Communication-Towers. Hier unten sind auch noch ein paar, die wir alle machen müssen. Wir fast traveln da mal hin. The cops investigating this crime should have a relay station set up. It'll look like a mobile satellite dish, probably on a rooftop. Ah, die Schnellreiseszene ist schon sehr cool gemacht. Muss man mal so sagen, ne? Ist schon geil. So, wir kümmern uns aber erstmal wieder um die ganzen Sender. Cobra! Für ein Eis, mein Großer. Ich hol mir auch mal eben eines Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen. Vielen lieben Dank für die Donation. Und ein Eis klingt gut. Ja, müsste ich mal kicken. Mal unten in Spitti schauen. Danke, danke. Und lass dir deins schmecken. Da. Die Werbung hier ist ja lustig. Crap. The cops I can handle. SWAT though? Those guys do whatever they want.
Das sind wieder Gegner. Sind das Polizisten, die ich hier gerade verkloppe? SWAT-Team. Ja. Das tut mir leid, ich wollte die Polizei gar nicht angreifen. Sorry. Ja, ich hab mich verklickt vielleicht. Geringfügig. Schnell weg. Damit keiner mitkriegt, dass ich das war. Doch, doch nicht blind klicken können? Doch. Blind klicken kann ich, aber ich hätte sie vielleicht nicht angreifen müssen. Das weiß ich halt gerade nicht. Vielleicht hätte man die auch mit denen reden können. Ich habe sie ja trotzdem getroffen und vermöbelt, aber... Ja. Wer weiß... Wo ist denn das? Wo ist denn das? Metallplakette. Wo ist denn jetzt das Ding zum kaputt machen hier? Oh, hinter mir. In die andere Richtung. Psst. This is not a test. Jetzt steht, ist es wieder hinter mir. Ist das so weit oben? Ach, in der Tat. Hat es da oben angebracht. Na sowas. Einen Timer gestellt. Bis dahin ist das Essen bereit, fertig, zubereitet. Sehr schön. Der Sender ist irgendwo hier unten. Ach da. Nee, nicht wegspringen. Weg. Wetterrangen. Zack.
Dann mal hier hinten das. Lalala. Wie ich hier nicht weiterkomme, was ist denn hier los? Can I change your mind? Nein. Deathcheck! So ein Seilwerfer hat schon was für sich. Ja, wäre cool, ne, wenn man sowas hätte. Aber ich weiß nicht, ob der mich nach oben ziehen könnte. Ich bin ja etwas schwerer. Grüße dich, Herr Deathcheck. Ich hoffe, es geht dir gut. Sag mal, schütten die ihr giftiges Wasser raus? Das sieht nicht so gesund aus, oder? Ein bisschen grün. Sollte für mich reichen. Das ist Waldmeister. Ach, das ist eine Limonadenfabrik. Und die schmeißen sozusagen die abgelaufene Waldmeister-Limo in den Gully. Ah, okay. Na, dann muss ich das ja nicht untersuchen. Das wird schon seine Richtigkeit haben. So sieht's aus. Was? Wieso denn engage? Ja, ihr habt mich angegriffen. Ihr Swat-Leute. Ich musste mich verteidigen. Batman und die Limonadenfabrik. Rubio, what's your 20? On the balcony for a smoke with a menace. Charlie. Balcony. That could be my way in. Charlie und die Schokoladenfabrik. Genau. So, hier ist auf jeden Fall. Müsste hier unten gleich noch was sein.
Da ist es. Zack. So, und dann das letzte. Das letzte müsste ja eigentlich genau gegenüber sein. Richtung Balkon. Ach, da. Wie ich schon mir das falsche Gadget habe. Zack. Na. Zack. Die arme Schokoladenfabrik kannst du doch nett beleidigen. Ah, das sind gar keine SWAT-Leute. Oder was? So, dann machen wir hier nochmal Bulletproof. Bulletproofer als Proof. Oder ist das ein anderer Funkspruch, den ich da höre? Wahrscheinlich. Moria, Tarnis ist die Schokoladenfabrik. Was soll das denn heißen? Dass ich die komplett aufesse? Wie frech. Data Pack. Endlich habe ich mal wieder eins eingesammelt. Ich muss auf jeden Fall mal mehr davon einsammeln. Muss ich aufpassen. Moria. Wirf sie vom Dach. Nein. Die arme Schokoladenfabrik. So. Mal gucken, was uns da drin erwartet. Okay. Wisst ihr was? Ich gehe mal kurz auf Klo. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Hoffentlich kommt niemand um die Ecke gelaufen und greift mich an. Das wäre ein bisschen blöd. Danke für das Klo. Das sind böse Cops. Die benutzen ständig Pfefferspray und verprügeln alle. Ja. Ja, genau, das Check wie bei Elite. Hör bloß auf. Du meinst sicher einen Stern. Oh, jetzt geht das wieder los. Sonne, Stern und so. Aber am Ende haben sie sogar recht. Irgendwo gab es hier einen Mordfall. Uns erstmal um. Wir gehen gleich durch die Tür hier. Wir machen die Tür auf. Sioni's Safe House.
The police believe Penguin murdered Black Mask. But why would he send me here if he was the killer? It doesn't add up. Wir scannen mal die Hände. This crime took place days ago. The fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult. The male victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field. Ist er wahrscheinlich gar nicht. Oh, da hängt jemand am Kronleuchter, WTF. Was ist denn hier los? I can identify the female victim based on her fingerprints. Tiffany Ambrose, Roman Sionis' girlfriend. Or one of them, at least. She was no angel. Long list of priors. But nothing to indicate she was the target here. The fire spread as a result of a Molotov cocktail thrown into the room. It may have been intended to destroy evidence. The shallow trajectory of the bullet suggests the shooter could be someone of Penguin's height. But the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. Mhm, was man alles herausfinden kann. This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height. But the pattern in the gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. Wow. Die hing da und hat gelebt und dann haben sie sie abgeknallt. Deathcheck hast du eigentlich auch Elite? Ich weiß gar nicht, ob der Deathcheck Elite spielt. Bin mir nicht sicher, Morian. Hier ist noch was. Ah, eine Kugel wahrscheinlich. These fingerprints are a match for the fingerabdrücke. They're on top of the soot from the fire. The cops were right. Penguin was in the room, but these prints prove he was here after the murders were committed. If he didn't kill Black Mask, who did? The only thing I know for certain is that Tiffany's shooter was lying on the floor. But why? These white streaks are shoe polish. Whoever shot Tiffany was being dragged along the floor. Besides the victims, there were two other people in the room. Tiffany's shooter, and whoever was dragging the shooter. The location from which the male victim was shot may tell me more. The DNA here doesn't belong to either of the victims. Whose is it? The fight broke out when someone startled the shooter. It's not clear who won the fight. It could have been either one of them. I should review the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Fabric analysis indicates the intruder was wearing a white suit or sport jacket. This fabric swatch could help identify the intruder, but I still can't identify the male victim's shooter. There's one impact area I haven't checked for clues. Ja, im Vlog ist eigentlich nicht viel Neues. So wie immer, jeden Tag dasselbe, Lütke. This DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. Na, man kann ja zurückspulen, oder? Da. Er hat Essen zubereitet, würde ich sagen. Oder? Hat Essen gekocht. Oh, was ist das denn? Ein Handy. She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Someone killed Black Mask.
But this crime took place several days ago, and I saw Black Mask earlier tonight. The only answers I have raise more questions. Who is the Joker? Was he the killer here? Or is he one of the assassins? I have a body, an unknown shooter, and an unknown assailant who attacked the shooter. I need to match the DNA samples against the records in the National Criminal Database to identify who was in the room. Alfred, I need access to the National Criminal Database. Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Oh. Then that's where I'm going. Nicht schlecht, Sir, heißt you das. Need to physically hack into their servers. If you insist on doing something that foolish, you'll need a powerful non-lethal weapon. I recommend coming back here to pick up your concussion detonator. Not a bad idea. Ich darf hier nicht rausgehen. Wie schade. Ich hätte jetzt gern die Wohnung über dem Balkon verlassen. Sehr, sehr gerne. Ah, das sind die ganzen Fälle, die noch offen sind. Fall geschlossen und apprehend. Suspect, den müssen wir irgendwo noch finden. Aber ist doch spannend, wo du gerade im Vlog bist. So, Essen ist fertig. Ich habe auch Elite, Morian. Elite ist Liebe. Nur Ruffarmen nervt. lass es dir schmecken, Frau Lüttke. Guten Appetit. Schmecken lassen. Hold it! Just hold it! Warum hat er mich denn ange... Der stand da. Der kam mit einem Schild. B-A-A. Hätte ich vielleicht mal meinen Scanner anmachen sollen, ne? Das wusste ich gar nicht, Deathy. Was hast du für Schiffchen? Na mal schauen, was er schreibt. 8-2. Come in, 8-2. Dispatch, Delta 4-4. Could you raise Delta 8-2? Stand by, 4-4. Delta 8-2. Delta 8-2, come in. Delta 8-2, come in. Delta 8-2, report. Delta 4-4, no response from 8-2. Please proceed inside to confirm 8-2 status. 10-4, dispatch. So. Wir könnten zurück in den Batcave, aber wir gehen hier nochmal hin und machen hier nochmal die Communication Towers. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ein wenig Zeit haben wir noch. Der will den Baseballschläger aufheben und zuschlagen. You and me. Das ging nicht gut für ihn. All the good stuff. You know how to crack a safe? All right. Pawn shop it is.
going! I've been looking for a good... Don't let him hurt me! Just let me go! Legt er hier immer so Explosive Gel hin, aber wie kriegen das aktiviert? Oh nein, hier ist irgendwo. Da unten ist Stress. Müssen wir uns drum kümmern. Thanis! Was denn, Morian? Elite Dangerous Odyssey. Warte, ich geh gucken. Was denn das für ein Link? Odyssey, was denn das? Early 2021. Ist das das neue, der neue Season Pass, oder? Ach, mit den Carriern und so. Und laufen da Leute auf dem Planeten rum? Sehe ich das richtig oder ist das... One giant leap. Force your own path. Assemble your crew. Ha, krass. Muss ich mir nach dem Stream mal angucken. Danke. Danke, Morian. Man kann rumlaufen. Oh, Naja, mal gucken. Erstmal muss es rauskommen. Aber ich freue mich sehr. Da, Video. Ja, ich kann doch jetzt nicht. Ich spiele doch gerade Batman, Morian. Ich spiele doch gerade Batman. Kann man hier den Ton ausstellen? Mach's gar nicht an. Da. Okay, gucke ich mir später an, Morian. Vielen lieben Dank nochmal. Aber jetzt gerade... Nee, später. Doch, du kannst. Okay, ich möchte jetzt nicht, wie du wieder brechen musstest. Ach wo, brechen würde ich das jetzt nicht nennen. Stop here. Sag mal, ich krieg heute gar nichts mehr hier hin, oder? Ja, vielleicht habe ich kurz aufgestoßen. Boah, die kriegen mich ja heute richtig oft hier. Mann! Wie oft die mich getroffen haben. Ist ja nicht normal. Waffen haben die hier versucht rauszuholen, die Schweine. Jetzt muss ich eigentlich zurück dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte doch zu Enigma. Ha! Geht uno minuto. Ja, aber hat ja jetzt nichts mit dem Spiel hier zu tun, Morian. Ich werde es mir einfach nachher angucken. Offstream. Das ist schon okay. Jeder, der den Link hat, kann das Video sich angucken. Fremdcontent. Naja, Fremdcontent nicht, aber nicht relevanter Content. Wer Interesse hat, kann sich das Video angucken. Ich gucke es mir später an. Communication with bad computer jammed. Was soll das denn? Noch ein Link. Bereit zur Hilfe. Ja, den Link klicke ich jetzt nicht mehr an, weil dann muss ich wieder aus dem Spiel tappen. Das ist doof. Ja, dann dance doch. Ach so, wegen Rücken kannst du nicht so dancen. Ja, das tut mir leid. Ich hoffe, es geht ja bald wieder besser. Also irgendwie müssen wir den Bad-Computer upgraden, oder? Weil ich kann ja nichts machen. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Kann ich nichts machen. Kann ich nichts tun.
Soda Cola. Wie bitte? Ja, das war die Fledermaus. Aber Batman von 2013 ist ja auch gut. Ich finde das Spiel ganz gut. Ich bin mal auf Arkham City gespannt. Habe ich ja alles schon gespielt. Ich habe ja alle 4 Batman-Spiele gespielt auf Xbox. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Also Arkham Origins spielen wir auf jeden Fall durch. Und dann müsste man irgendwann sich vielleicht auch mal die anderen Spiele anschauen. Mit Arkham Asylum geht man halt grafisch ziemlich weit zurück. Aber ja, wir kicken mal. Was ist denn hier los? Hier kann man drauf treten und dann... Mann, ey. Wo sind die anderen? Waren doch 3. Nun gut. Irgendwie gibt es ja auch Rätsel in dem Spiel. Da sind noch mehr. Vielleicht erst die 3 und dann die anderen 3? Wie soll man das denn schaffen? 6 Stück? Sag mal. Mann, ey, dass die mir immer in die Fresse hauen. Erzähl mal. What happened to Brian Murphy? Das ist ein besonderer NPC, deswegen leuchtet er, glaube ich. I faked being a client and cleared out the account. In exchange, he gets a cut. It's a con I run 100 times, but then he starts to get nervous, tries to back out. So you threw him off a roof. I couldn't risk him warning the bank or going to the cops. I had to protect my interests. And how'd that work out for you? Das ist der von dem Mordfall vorhin, der dem vom Balkon runtergetreten hat. Oder geschlagen oder geschubst, ich weiß es nicht mehr. Ja. Zu viel Fluor in der Zahnpasta. Ach, deswegen leuchtet er so. Oh Mann. Irgendwie kriege ich keine Verbindung zu meinem Computer. Was ist denn da los? Zum Bat-Computer kriege ich keine Verbindung. Warum? You're drawn to me. Go on, admit it. Like little moths to the light. Lit on over. You want to know what I'm selling? And if you don't, we gotta shut him down to shut him up. Otherwise, we'll never be free. Or the branding on your clothes. Flyers that litter the streets, or the sound bites that clog the air. I'm in your face. I'm in your head.
just like them. Wo ist denn die Bombe? Hä, da hinten soll ich... Warte mal. Ich hab keine Orientierung gerade. Echt einmal über die ganze Brücke? Was ist mit zu schlechtem Netz? Wer hat schlechtes Netz? Lüttgard zu schlechtes Netz? Das tut mir leid. Krieg nur die Hälfte mit. Muss hier gerade ein bisschen Tempo machen. Ach, weil der Bettcomputer nicht erreichbar ist. Jetzt. Ja. Wieso nicht? Wieso kann er hier nicht hochfliegen? Das war ein Billboard. Da muss man sich doch irgendwie hochziehen können. Verrückt. Wie hier. Wertvolle Sekunden. Map-Ende. Spidey kann das besser. Nee, ich glaube, das liegt nicht an Spidey, das liegt an dem, der den Controller hält. In dem Fall ich. Ein bisschen abgestürzt. Wie sie ja alles hochspringen wollten. Unglaublich. In die Luft springen wollten sie ja alles. Die miesen Schweine. I've planted three bombs where Gotham's corruption is at its strong. Da müssen wir mit dem dann reden wahrscheinlich, oder? Hier ist auch nochmal Point of Interest. I've planted three bombs where Gotham. Ja, ich weiß. Schnell mal schnell reisen. Wieso hat denn da keinen Ton? Wo ist denn der Ton hin von der Schnellreise? Der Kerl, der den Controller hält, kann das mit Spidey besser. Ja, weiß ich nicht. Ging mit Spidey anders. Irgendwie war gerade der Schnellreise-Sound weg. Nein! Was? Wieso hole ich denn jetzt das... den Computer raus und hock mich hin.
Wow. Also ist schon wieder so eine richtige Loser-Runde gerade hier. Hocke ich mich hin und versuche irgendwas zu entschlüsseln. Oh Mann, oh Mann. Level up. Das geht aber auch hier Schlag auf Schlag. Special Multi Kompo. Kompo mit P Takedown. Ground Takedown. A und B. A ist da und B ist da. Jetzt muss ich doch mal kurz nachgucken. He's right, you know. Cops don't care about us. We'd be better off without him. But you already knew that, didn't you? So, wo lang? Hallo, kletter doch mal da. Oh. Es ist glatt. Hm. Hinter dem Polizei. I'd recommend against trying to enter the GCPD without your concussion detonator. It's waiting for you here at the Batcave. Ja, ja, wir wollen da gar nicht hin. Alfred. Oh, wie ich immer weiter runterfliege. Alfred, ich bin nur in der Nähe davon. Mach dir keine Sorge. Die Messerstecher sind natürlich richtig scheiße gerade. Kann ich den schnell kaputt machen, den Computer? Nö, kann ich nicht. Ich muss also die erst alle umlegen. Das schaffe ich, glaube ich, zeitlich nicht mehr. Hört aber auf, mir ständig mit deiner Baseballkeule. 15 Sekunden. Nee. Nee, ich war zu langsam. 7 Sekunden. Zu langsam. Krass. Disable the explosive device at the Anarchy Bomb Location. Ich wollte den Tipp noch zu Ende lesen. Krass. Ach, ja, krass, ey. Da ist die Zeit, also man muss die in der Zeit noch mit einberechnen, dass man die Leute noch verkloppen muss. Scheiße. Sagt er mir das wieder? Anarchy's right, you know. Cops don't care about us. Zählt das als tot? Ich bin ja nicht gestorben. Die Stadt ist nur explodiert oder ein Teil der Stadt.
Oh, schön in die Einbahnstraße. Hier komme ich nicht durch. Oh, Leute. Leute! So, wie soll ich das denn so schaffen? Also auf keinen Fall. Ich habe schon wieder viel zu lang Zeit hier verplempert. Hallo Baby Jane, grüß dich. Ach, da steht Fail dran. Ja, habe ich gar nicht gerade die Zeit, das alles zu gucken. Wie soll man das denn in zwei Minuten schaffen? Wie soll man... Ja. Sag mal, schwebt doch mal noch langsamer runter. Nein, Messer! Steck dein scheiß Messer weg! Nein! Nein. Ey. Das ist doch zum Kotzen. Die Zeit reicht nicht aus. Das ist doch scheiße. Mann. Wie soll man das in der Zeit schaffen? Kurz AFK, alles klar. Ich schlinge mein Essen runter, weil ich denke, um 19 Uhr habe ich ein Treffen. Das ist kein Tod. Die Stadt ist explodiert. Ich bin nicht gestorben. Max, höre auf. Das ist ein verloren gegen die Zeit, aber doch nicht mein Leben. Oh, ist das zum Brechen. Oder seht ihr das anders? Wenn ihr das anders seht, dann zählt es als Tod, aber ich wurde ja nicht umgekloppt. Würde ich jetzt sagen, ich wüsste es nicht. Sturzflug mal ausprobieren, R2. Ja, ich fliege jetzt erstmal zum Batcave. Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Bin halt zu langsam, ne? Was will man machen? Welcome home, sir. The concussion detonator is on your workbench. Chill mal deine Base. Nee. Will nicht meine Base chillen. Noted. Wie gesagt, also ihr könnt auch gerne Death Counter ab hochmachen damit. Das ist auch okay. Es werden noch einige dazukommen, schätze ich mal. Ach, guck mal, hier kann man ja die ganzen anderen Batman-Anzüge anziehen. Den alten Batman. Was ist das denn für einer? Brightest Day Batman. Noel. Graphic. Gaslight Batman. Steampunk ist das so ein bisschen. Ah, wir lassen das.
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt ein Rennen gegen die Zeit gewesen. Das habe ich einfach zweimal jetzt verloren und ich glaube, ein drittes Mal möchte ich mir das heute nicht antun. Mal mit Alfred reden. Well played, sir. You stopped the electrocutioner with a single strike. I just used his arrogance to my advantage. A textbook move a child could have avoided. True, but I doubt the rest of them will go down as easily. If they do, we'll be eating that Christmas ham sooner than you think. Alfred, what's on your mind? I feel terrible, sir. I prepared such a lovely ham for you tonight, and now you'll never have a chance to eat it. We can have it tomorrow. It's just not the same. Christmas ham on Christmas morning isn't exactly the end of the world. I don't know, sir. I'd say it's pretty close. Since when did masks become de rigueur for aspiring crime lords? Wo müssen wir eigentlich hin? Das ist das Übungsgebiet. Hier ist ein Auto, wo wir dran arbeiten. Chill mal deine Basis vor allen Dingen. Das heißt doch Base, oder? Ja, das nervt mich dann. Da bin ich schon ein bisschen salzig irgendwann. Ja, was ist denn hier mit dem Computer? Kommen wir hier mal an den Bettcomputer ran. Hallo? Ich bin noch extra in Batcave zurückgekommen. Da muss ich hin. Was ist denn das? Acquire the Concussion Detonator. Ja, wo ist denn der? Alfred. Alfred. Ah. Da. Nee, ich kann Spanisch. Concussion Detonator. Mhm. Mhm. Challenge Map unlocked. Large Group Tactics. Acquire the Concussion Detonator at the Workbench. Haben wir gemacht. Some of the assassins have access to rather interesting technology. When this is over, you might want to consider appropriating it. Let some good come of tonight's events. So, was haben wir denn jetzt hier? Training Console. Um noch Punkte irgendwie auszugeben? Nee, ne? Nee. Nee! Die sind alle geschlossen. Profiles gucken wir uns mal an. Bruce Wayne. Aha, Vigilante. Gotham City. Blaue Augen hat Batman, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wären schwarz oder braun. Aha. 100 Kilo wiegt der. So, dann haben wir hier Bruce Wayne. CEO of Wayne Industries, ja. Und Alfred Pennyworth. Irgendwo klingelt's im Haus. Beruf Butler. Auch blaue Augen, graue Haare waren früher mal schwarz. Mhm. So, wen haben wir hier? Vicky Vale. Ist das nicht eine Reporterin? Ja. Investigative Journalist. Blond, blau. Alle haben sie blaue Augen. Was denn hier los mit dem Spiel? Alberto Falcone. Den haben wir vorhin beim Pinguin gesehen. Der wurde da ein bisschen mit so einem Stromstock traktiert. Professioneller Krimineller. Schwarze Augen. Ne, braune Augen, schwarze Haare. Ein Fliegengewicht. Sah ziemlich schmal aus. Da wissen wir noch nicht, wer es ist. Shiva, von der wurde schon geredet. Assassin. Ja gut, Killer Croc haben wir ja am Anfang direkt auf die Fresse gekriegt. Waylon Jones. Der ist 9 Füße und 8 Inch groß und wiegt
über 850. Das sind 400 Kilo wiegt der. What the fuck? Meine Nase läuft in einer Tour. Wegen Allergie oder was? Bestimmt, oder? Lütke? Garfield Lünz. Pyrotechnics Expert. Based in Mobile. Braune Augen. Hair Color None. Keine Haare, aber warmer Braun. The Electrocutioner. Electrocutioner. Lester Buczynski. Der wiegt mehr als mich und hat einen Schlag gereicht und dann war er weg vom Fenster. Großes Maul. Großen Mund. Den haben wir Deathstroke nach 5 Versuchen einkassiert. Aha. Deadshot. Haben wir noch nicht getroffen. Der schießt doch bestimmt auf uns. Copperhead. Contract Killer. Bane. Oh shit. Der wiegt was? Auch über 250 Kilo. Puh, krass. Black Mask. Roman Sionis. Crime Lord. Roman. Da ist der Pinguin. Oswald Cobblepot. Schwarzmarkt. Racketeer. Händler. Anarchy. Politischer Aktivist. Ja. Was ist denn mit seinem Kopf passiert? Sieht so genäht aus. Oder ist es ein Tattoo? Schon vorbei, Mission completed. Wahrscheinlich wegen Allergie. Ja, ich bin für heute durch. Ich habe zweimal versucht, so eine Zeitmission zu machen, aber irgendwie fehlen mir immer ein paar Sekunden, so 20, 30. Von daher, ein drittes Mal hatte ich heute keinen Bock drauf. Und jetzt gucke ich noch ein bisschen in der Datenbank rum, schinde sozusagen Zeit. Ist wie bei Resident Evil, wo ich dann immer die Texte extra langsam gelesen habe. Und dann sind wir für heute auch mehr oder weniger schon durch mit dem Spiel. Und morgen geht's dann ja wieder ins Dungeon. Das ist, weil der Bane immer Chips auf der Couch isst und fernsieht. Deswegen wiegt er so viel, ne? Ja. Julian Gregory Day, Fugitive, Gotham City. Ich hoffe, das ist nicht genäht, sondern ein Tattoo an seinem Kopf. Enigma, da gucken wir mal. Wir müssen uns ja noch sein Zuhause irgendwann mal anschauen. Tracy, das ist die Assistentin vom Pinguin. Candy, noch ein Assistent von Pinguin. Warden Joseph, Blackgate Prison Warden. Ach, stimmt, ja. Und Commissioner Loeb, der ist doch gestorben, oder? Den haben sie doch in die Giftkammer geschmissen. Slick, deeply corrupt Police Commissioner, politically untouchable, alleged to have connections to Gotham's Major Crime Families. Also der ist korrupt. Der Drecksack. Enigma haben wir noch nicht so viel geschafft. Anarchy. I've planted 3 bombs where Gotham's corruption is at its strongest. Ja, ich weiß. But unlike those I fight to overthrow, I believe in choice. Objective 5 habe ich noch nicht geschafft. Criminal Locked und Criminal Locked. Da sind noch ein paar Ach du Scheiße, da kommen noch ein paar. Ey, ich war noch nicht fertig mit der Datenbank. Ach, hier sind die ganzen Herausforderungen. Perform 5 Counters. Ja, use the Quickfire Batarang 3 times. Reach 8 times combo multiplier. Press X repeatedly to build your combo multiplier. Use L to choose your next target. Dodge or counter enemy attacks to avoid resetting. Ich war doch schon mal bei 15. Oder nicht? Oder noch mehr? Warum zählt denn das bei 8 nicht? Free flow, focus locked. Perform 3 special combo takedowns. Complete a fight without leaving focus mode. Was ist denn focus mode?
Score combat variation bonus of 3 or more. Knock at least 3 enemies with explosive gale explosive gel. Knock down 2 enemies with 1 slide. Perform a counter in the middle of a beatdown. Get a grade in flight with at least a high threat level. Naja. Kicken wir mal. Gotham Protector. Perform a straight 75 meters. Perform a vertical dive over 25 meters. Complete the basic glide thrills. Perform one right now. Also muss man hier alle Sachen mal sich angucken und die dann mal ausprobieren. Also diesen Sturzflug-Scratch, den probieren wir dann einfach beim nächsten Mal aus, wenn ich das noch nächsten Mittwoch weiß. Ja, perform through sanity in a single predator encounter. Finish a predator encounter being seen. Nicht gesehen werden, ach du Scheiße. Na, das wird mir ja nicht... World Greatest Detective. Guck mal hier, irgendwann kann man... Was kriegt man denn dafür? Warte, ich war noch nicht fertig. Das sind meine Kampfsachen und Technik. Und das waren die Profile. Und Gotham Intel haben wir noch gar keinen. Und hier Synopsis. Synopsis, da wird nochmal alles zusammengefasst, was man 20 von 73 Synopsis unlockt. Oh, das dauert noch eine Weile. Sternchen gleich geschafft. Wo denn? Ich bin schon wieder wo ganz anders. Du bist wahrscheinlich noch bei den Sachen hier. Nee, das sind irgendwie so... Ich glaube nicht, dass das geschafft ist. Geschafft ist das, was hier unten farblich hinterlegt ist. Ne? Also Sternchen ist einfach nur mal so ein Punkt, wo du Free Flow Focus Locked, also da machst du vielleicht irgendwas, schaltest du irgendwas frei. Denke ich mal. Oder ist der Telefon-Joker? Ne, guck mal, hier steht überall nichts und da unlockst du dann was. Also wenn du da hinkommst zu dem Rang, kriegst du irgendwelche Boni. Ja. Also die Sterne sind nicht geschafft, weil wenn wir hier gucken, dann ist ja noch richtig viel frei. Oder hier haben wir 1. Die Sterne sind so eine Breaking Points. Bei 3, 10 und Rang 15 kriegst du irgendwelche Besonderheiten. Und hier kriegst du nur bei 15 was. So ist es. Ich denke mal schon, dass man die Reihenfolge einhalten muss. Zumindest sieht es momentan so aus, dass es immer eins weitergeht, sich darauf aufbaut. Ja. So, genug für heute. Wir sind durch. Exit. Yes. Oh. Ja. Macht immer noch Spaß, geht aber ganz schön auf die Hände. Muss ich sagen, ne? Ist wirklich so. Mir fliegen da manchmal echt die Hände ab bei oder tun mir weh dann irgendwann, weil man so viele Knöpfe drücken muss. Vielleicht muss ich weniger Knöpfe drücken und mehr überlegen, was ich drücke und nicht alles wahllos durch die Gegend drücken. Wäre eine Möglichkeit. Ja, also hier geht's weiter nächsten Mittwoch am 10.06. Boxen wir uns weiter durch Gotham City und gucken mal, ob wir dann diesen Parcours und dieses Entschärfen der Bombe hinkriegen oder nicht. Also das war zeitlich ja sehr knapp. Und dann mal gucken, ob ich dann vielleicht auch den Sturzflug hinkriege und nicht so langsam darunter schwebe, während die Zeit abläuft. Aber dann wäre es nicht mehr das Gleiche. Was wäre nicht mehr das Gleiche? Ich kann dir nicht folgen. Was will er denn?
Wovon redet der? Der Morian sagt, das wäre nicht mehr das Gleiche. What? So, Exit. Na, wenn du auf einmal gezielt Knöpfe drückst. Ach so. Doch, doch, wir üben doch. Wir müssen besser werden. Ich habe auch immerhin heute 3 Achievements gemacht. Beim letzten Mal habe ich City of Assassins, da habe ich alle Assassinen identifiziert. Und heute habe ich Deathstroke kaputt gehauen, mich gefragt, wer der Joker ist. Und ein gesamtes Tower Network geshutdowned. Das sind die 3 Achievements, die ich heute gekriegt habe. Ich möchte gerne gezielt Knöpfe drücken und nicht nur random drauf smashen, wobei manchmal gelingt es mir ja auch, gezielt drauf zu smashen. Also, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle heute hier wart. Vielen lieben Dank nochmal an Muschel für die 15 Monate. Vielen Dank an Cobra für die Donation fürs Eis. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen an euch alle. Ich gucke nochmal kurz. Vielen Dank auf jeden Fall Lütke und Morian. Und vielen lieben Dank an Max, an Muschel, an Jakuki, an den Leon, an Baby Jane, an Dark Spider, an Scratchy, an den Spieletreffen und an den Deathjack. Habt einen wunderschönen Mittwoch noch. Wir gucken gleich mal anonym. Was denn? Machen nun auch Feierabend. Ja, 19 Uhr wird's auch langsam Zeit, oder? Bin kaputt. Ja, kann ich mir vorstellen. Habt alle einen schönen Mittwoch. Ich würde euch jetzt gerne noch irgendwo hinschieben. Ich gucke gleich mal, ob ich noch jemanden finde. Falls nicht, gehen wir einfach offline und beschäftigen uns irgendwie andersweitig. Also, bis dann. Vielen Dank fürs hier sein. Bis bald. Also, bis morgen. Genau, ich gucke mir gleich mal offstream die Videos an.